Das sieht nicht schön aus. Die sind zu. Leider Gottes überall Öl. Was wir hier gerade noch entdeckt haben. Entlüftung, Turbolader nach außen gelegt. Ja. Ich glaube, da sind ganz andere Probleme am Start. Moin Leute, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem neuen Video. Ich habe es letztes Mal angekündigt und ich stehe an selber Stelle. Wir machen weiter mit dem 1.5er EcoBoost. Hier gab es einen kleinen Zwischenfall mit dem Motor, mit der Kopfdichtung. Der hat einmal eine neue Kopfdichtung gekriegt. Das wurde repariert, war danach wieder kaputt, weil der Block chrom war. Dann hat er jetzt einen neuen Motor gekriegt. Und jetzt haben wir noch so ein kleines Problem, dass der Wagen mal im Standgas irgendwie nicht so richtig will. Nach ziemlich langer Sucherei, und da ja auch gewisse Bedingungen dazwischen hängen, war das Ganze nicht so einfach mit der Diagnose, sind wir jetzt bei den Injektoren. Das sieht nicht schön aus. Die sind zu. Also da sind Verpokungen am Injektor. Dieser hier hat das gleiche. Also diese Injektoren, das ist das Problem bei Direkteinspritzern. Diese Injektoren sitzen quasi mit dieser, mit dem Ende, mit dem Einspritzkopf direkt im Brennraum. Und dann werden die quasi von jeder Verbrennung ordentlich penetriert und irgendwann sieht das dann so aus. Das bedeutet Hitze, Verkokung und so weiter und so weiter und dann kann schon mal sowas passieren. Ja, wie gesagt, dass jetzt nach so kurzer Zeit passiert, ist natürlich doof, aber ist jetzt so, jetzt kriegt er einen Satz neue und dann soll das wohl wieder laufen. Ja, wir gehen gleich mal rüber zum Gino, der macht nämlich jetzt einen Ford Kuga. Ja, wie gerade schon erwähnt, haben wir hier einen Ford Kuga 2,5 Liter Turbo Allrad. Das ist was Feines. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ist zwar sehr schwer, aber mit dem 5-Ender und Allrad geht das schon was. Das Auto ist nicht aus Deutschland. Er ist aus Holland hier rüber gekommen. Wir haben noch ein paar Teile dabei bekommen. Die hat er uns dabei gelegt. Einmal Wasserschläuche, eine neue Drosselklappe, ein Ladeluftrohr, ein neues N75. Und dann kriegt er jetzt einmal Blockmod, weil auch die haben das Problem, natürlich, weil der 5-Zylinder vom ST drin verbaut ist, dass der Spalt zwischen den Zylindern ganz gerne mal reißt und dann ist vorbei. Dem möchte er präventiv natürlich entgegenwirken und deswegen machen wir jetzt den Blockmod. Einmal natürlich auch Krümmerdichtung neu, dann hat er einen Ansaugkrümmer da auch noch mitgebracht. Ne? So, ansonsten hat das Fahrzeug schon einen AirTech-Ladeluftkühler. Den sieht man von hier unten so ganz leicht bei dem Auto. Das ist vom ST, aber das ist wirklich nur ganz minimal zu sehen. Dann eine Auspuffanlage und eine offene Ansaugung. Also der Mann meint es ernst mit seiner Leistung hier im Auto. Finde ich total geil. Richtig cool. Ja, auf jeden Fall sieht das in Holland alles ein bisschen anders aus mit den Gesetzgebungen. Die Leute sind etwas entspannter, was das angeht. Ja, finde ich gut. Finde ich richtig gut. Ja, aber da bin ich mal gespannt. Nach dem Blockmod müssen wir Probe fahren. Ich bin mal wirklich gespannt. Das ist wirklich das erste Mal, dass ich tatsächlich wirklich das erste Mal, dass ein Kuga Allrad fahre. Habe ich sonst noch nie gemacht. Ja, jetzt haben wir einen Focus RS MK2. Auch nicht aus Deutschland. Nee, aus der Schweiz. Tatsächlich 8,5 Stunden an Fahrt. Für Check, Klimaservice, Achsvermessung. Ja. Einmal durchchecken. Was noch? Software anpassen. Ja, genau. Stimmt, Software anpassen. Ja, das Durchchecken hat sich nach dem Öffnen der Haube erledigt. Ja. Braucht man nicht mehr viel checken. Ein teurer Checker. Das, ja. Hier, wie wir sehen, leider Gottes überall Öl. Ja, und läuft die Stoßstange runter hier vorne. Ja. Und er hat das nicht gemerkt. Und hier seht ihr schon ein neues Ölfiltergehäuse. Das hat er wohl mal getauscht. Ja, das ist so heftig. Das hätte auch ganz in die Hose gehen können, weil wenn das Öl von hier vorne bis nach hinten auf den Krümmer geht, dann ja, brauche ich nicht weiter ausführen. Ne? Problem Zylinder 4 hat Zylinder wie viel Kompression? 2 Bar? 2 bis 3 Bar. Und die anderen haben ja so 8, ja. 8,5. Ja. Auto hat 138.000 gelaufen. Ja. Ja, aber mit Leistung. Ne? Ja, ja. Also muss man dazu sagen, mit Leistung. Also ist jetzt auch, welches Baujahr? 9, ne? Ja, ich glaube, 2009. Ja, ist auch 13 Jahre alt. Ja, ja. Passiert. Muss ich gleich mal mit ihm drüber reden. Muss ich gleich mal anrufen. Das ist eine dumme Situation natürlich, ne? Aber ist jetzt so, was wolltest du machen? Ja, ist jetzt nicht zu Ende. Scheiße. Aber wenn das so aussieht, dann ist auf jeden Fall definitiv zu spät, dann ist alles rum. Aber man muss dazu sagen, unsere treuen 5-Zylinder mit 2 Bar Kompression läuft der immer noch. Lief ganz normal, kannst ganz normal einfahren. Das musst du dir mal überlegen, ne? 2 Bar Kompression und die Bude läuft einfach, als wäre nichts. So. Auch kein Federlampe an oder so. Nee, der hat auch nicht mal gequant aus dem Auspuff, ne? Weil normalerweise, obwohl, nee, so. Ja, wenn er warm ist, kann man auch nicht, ja, aber kann man auch nicht, man kann sich da auch nicht festlegen. Ich hatte das einmal, wo ein Kolben verbrannt war
Da hat der wirklich lief auf vier Zylindern und hat gequalmt, wie was weiß ich nicht und so. Aber wenn die Ringstege nur gebrochen sind, dann ist das nicht so heftig. Tja, dann gehe ich mal telefonieren. Ja. Ja, an das Auto erinnert ihr euch bestimmt. Ist nicht ganz so lange her. Das war der, wo der Zylinderkopf gerissen ist, der Turbolader gerissen war. Ja, und dann hat er eigentlich eine große Inspektion geplant mit Bremsentausch und so weiter. Jetzt ist hier viel neu gekommen. Also der Motor ist ganz viel neu gemacht worden, Zylinderkopf ist neu, der Turbolader ist neu. Alle Dichtungen natürlich, logisch. Jo, dann haben wir vom Hauptachskörper hier die Lagerung, die oben links und rechts reißt auch sehr häufig auf, also gerade durch das Alter jetzt im Moment. Man sieht es vermehrt immer wieder, dass die Buchsen aufgerissen sind. Die haben wir gleich mitgemacht, weil Axel war sowieso drunter weg. Dann geht das weiter hinten. Hier die Tonnenlager sind auch neu, die könnt ihr jetzt leider nicht so richtig sehen, glaube ich. Das ist auch fertig. Bremsanlage hat er einmal vorne neu gekriegt, die hat ein bisschen Fluchrost jetzt angesetzt, weil das Auto ein bisschen draußen stand. Neue Keilriemen und so weiter. Also einmal wieder alles richtig top. Jetzt wird noch das Bremsflüssigkeitsgerät abgeklemmt, dann gibt es gleich eine Probefahrt. Dann kann er endlich sein Auto abholen. Hier haben wir unseren Kunden aus England, ihr erinnert euch bestimmt. Luca verlinkt jetzt oben das Video. Gab es auch schon mal eine nette Sequenz zu dem Prüfstand. Du erinnerst dich bestimmt, Luca. Das dürfte dir im Gedächtnis hängen geblieben sein. Ne? Von wegen, warum wird das jetzt hier so dunkel? Ne? Mhm. Ups, wieso wird das hier so dunkel? Der kriegt jetzt unseren Ölkühler, der 12 Anschlüsse, Thermostat und dann Getriebe. Ist alles ein bisschen individueller. Wenn ihr mal hier so guckt. Das mussten wir, normalerweise montieren wir das mehr hinten. Hier mussten wir von der Position ein bisschen ausweichen, weil das mit der Hardpipe nicht passt. Ja, gut, aber ist ja alles trotzdem, weil wir die Sachen immer einzeln bauen, natürlich für uns kein Problem, das dann entsprechend anzupassen. Geplant ist für nächstes Jahr auf jeden Fall mal eine komplette Entrostung bei dem Auto. Also alles, was irgendwie zu sehen ist, hier der Träger, das, unten die Achsen. Wird einmal alles sandgestrahlt, Pulver beschichtet, damit der Rost, der sich über die Jahre angesetzt hat, wegkommt. Ist leider häufig so bei Autos, gerade aus England, dass die sehr viel Rost ansetzen durch das Wetter da hinten. Und lohnt sich bei den Autos auf jeden Fall, weil wenn ihr euch die Preise mal anguckt, wie die im Moment aussehen, teilweise wird da wesentlich mehr aufgerufen als für neue Fahrzeuge. Und entsprechend, wenn man so ein Auto hat, ist mega Werterhalt, ist super stabil und Investitionen lohnen sich bei dem Auto eigentlich immer. Ja, so Leute, neue Woche. Neues Glück. Montag. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Neues Glück ist immer so ein Ding. Ihr erinnert euch an den Motor, wo wir das Problem hatten mit der. Verölten Motorhaube. Mit dem leichten Kompressionsverlust. Ja. Kann man so sagen. Ne? Leo hat den ausgebaut, wir nehmen den gleich mal auseinander. Was wir gerade noch entdeckt haben. Entlüftung, Turbolader nach außen gelegt. Ja. Das liegt hier oben. Und den Schlauch vom Umluftventil auch von außen so rum. Und ich weiß genau, wie das passiert ist. Der Kunde hatte einmal einen Ansaugbrückenplatzer. Ja. Da ist dann das doch gewesen, dass in Kunststoff reingeflogen ist. Und dann haben die den Kopf abgebaut und haben alles einmal fein neu gemacht. Ne? Also Ventile neu eingeschliffen und so ein Kram. Also alles eigentlich, was man so machen muss, steht auf der Rechnung. Und dann hat man das Röhrchen vergessen. Hm. Was normalerweise, und der Zahn war schon drauf. Normalerweise geht dieses Alurohr von hier mit einem 90-Grad-Bogen einmal nach hier oben und hier schön da hinterm Nockenwellenrad her und daher und dann hinten auf das Ventil. Jetzt natürlich scheiße, wenn du die Nockenwellenräder schon drauf hast und der Halter ist ja schon vor, dann wird es ein bisschen eng. Tja. Und dann macht man sowas, oder was? Ja, genau. Kannst froh sein, dass es kein Gardena-Schlauch ist. Ach, Alter, das hatten wir doch auch schon. Ja, eben, deswegen sage ich das ja. Das ist ja maximal schlecht. So, und warum? Das hätte man im Nachgang noch machen können. Ja, das ist eigentlich. Das kannst du hier so nachziehen und dann oben in den Deckel rein mit dem Halter, wie es da reingehört. Ja, es wird dann nachher alles wieder ordnungsgemäß verlegt. Ja, natürlich, wir holen auch das Alu-Rohr, das bestellen wir gleich. Das bestellen wir, kostet zwar ein bisschen Geld, aber ist jetzt so. Oh Gott, das kann doch so nicht bleiben. Ist doch scheiße. Ne? Eigentlich sollte es an diesem Auto jetzt weitergehen, endlich. Volvo S40 und hatte so ein paar Kleinigkeiten, Antriebsfälle, dies, das, ein bisschen Buchsen und sowas. Ja, gucken wir da rein. Ich glaube, da sind ganz andere Probleme am Start. Wenn man das hier sieht,
Und der Bruch ist auch nicht erst seit gestern. Ja. So viel zum Thema. Ich glaube, wir müssten da mal was neu bestellen. Bis später. Wir sind bei unserem Precision NX2 Umbau. Alles soweit fertig eingefahren. Gestern habe ich mal eine Basemap rausgefahren mit Dosendruck, um es mal so zu sagen. Und um zu gucken, was macht der Lader. Wie viel Potenzial man, also ich habe mehrere Mappen abgefahren, ich bin so 5, glaube ich, um zu gucken, bei welcher Taktung macht der Lader wie viel Druck, ab welchem Drehzahlbereich muss ich das Tastverhältnis anheben, um den und den Druck zu erreichen und so weiter und so weiter. Welche Zündung kann ich fahren, weil das ja unser Stage 1 Motor ist. Da sind so ein paar Sachen noch anders, deswegen geht da in gewissen Sachen wieder ein bisschen mehr. Und jetzt wollen wir das mal rausfahren, ne? Ja. Oder? Machen wir mal. Okay, dann testen wir mal langsam an. Da haben wir jetzt das Ergebnis, sind knapp 460 PS, 625 Newtonmeter. Aber wohlgemerkt, wir haben immer noch halt das Problem, wir haben kein Hardpipe-Kit drunter, wir haben nur den Wagner-Kühler. Ansaugung ist, glaube ich, nur, warte eine Sekunde, Warnschönraum mit einem Zun K&N-Deckel, das kommt dazu. Das sollte man gleich mal testen, wie das aussieht, so wenn der offen ist tatsächlich. Weil ich halte von dem System bei diesem Auto eigentlich gar nichts. Ich finde das mit dem offenen Deckel wesentlich besser. Zumal das als OEM-Ansaugung funktioniert das dann halt mega, ne? Wir haben ja letztes Mal bei dem Dieselkasten zum Beispiel gesehen, wie das wirken kann, ne, Luca? Mhm. Weißt du's noch? So, dann haben wir eine Miltec-Anlage drunter mit Zulassung, aber nur ein 63 mm Mittelschalldämpfer. Das ist da leider so. Das ist jetzt nicht das Optimalste. Natürlich haben wir einen Cut mit Zulassung, aber die 63 mm Mittelschalldämpfer und solche Geschichten, das sind alles so Sachen, die spielen so ein bisschen rein. Ich bin jetzt schon bei fast 70% Taktung hinten raus und 1,8 Bar. Um so ganz ehrlich zu sein, so richtig viel höher möchte ich eigentlich gar nicht. Das wird sonst alles ein bisschen... Ich muss das mal auf der Autobahn rausfahren. Ich meine, das Ergebnis für einen Upgrade-Lader jetzt schon echt geil. Der Precision Turbo ist ja angegeben mit irgendwie 500 plus. Aber wir stimmen das halt hier für einen zugelassenen Bereich ab mit vor allen Dingen ganz wichtig, mit Dauerbelastbarkeit auf der Autobahn. Das ist so ein Ding, das hast du in anderen Ländern halt einfach nicht, um das mal so zu betonen. So, da reißt du drei Gänge durch und dann bist du fertig. Deswegen halten die MK3 RS auch in anderen Ländern deutlich länger mit höherer Leistung als hier in Deutschland. Hier in Deutschland kann das passieren, wenn du einmal ein gewisses Drehmoment überschreitest, dass das sehr schnell in die Hose geht. Durchschnittswert, so was ich bis jetzt kenne, auf dem Serienmotor so diese 600, 650 Newtonmeter Nummern halten, so max 20, 25.000, dann ist es, danach bröckelt das auseinander. So, hier haben wir natürlich schon alles verstärkt, deswegen haben wir damit kein Problem. Nur die Teile, die am Auto sind, sind jetzt noch so ein bisschen so, ja. Aber ich glaube, für die Geschichte, das ist schon ganz gut. Wo ich noch einwerfen muss bei den verbauten Teilen, eine Sache haben wir tatsächlich noch. Wir haben auch noch Seriennockenwellen da drauf. So, das kommt auch noch dazu. Also, was wir noch bräuchten, um dann höher zu kommen, ist einmal stärkere Ventilfedern, andere Nockenwellen, Hardpipe vom Turbo zum Ladeluftkühler, eine andere Abgasanlage und ich glaube, dann können wir so die 5 anpeilen. Aber das hier, so wie es hier steht, soll halten, soll funktionieren. Fertig. Und dann werde ich das mal auf der Bahn rausfahren, gucken, wie die Temperaturen aussehen und wahrscheinlich dann eben heute Nacht kurz einmal 5., 6. Gang durchreißen. Ja, gucken, wie die Werte so aussehen. Da auch, dass nichts klopft, auf ganz lange Last gesehen, weil Prüfstand ist immer so eine Sache. Du hast zwar eine längere Last, ja, aber niemals so wie im 6. Gang straight Autobahn Vollgas. Niemals. Deswegen ist es immer besser, das nochmal wirklich sauber rauszufahren, so wie wir das auch immer machen. Einmal 6. Gang, Autobahn, durchladen. Du musst nicht VMAX fahren, es reicht auch der 5., aber du hast halt eine ordentliche Lastperiode, wo du wirklich, wo das Steuergerät sauber, langsam durcharbeiten kann, wo alles funktioniert. Und dann kannst du sehen, ob wirklich alles zu 100% passt. Auch beim Thema Ladedruck ist es auch so eine Sache. Natürlich hast du, wenn du viel länger die Last anliegen hast und viel konstanter, nochmal zum Tastverhältnis gesehen,
einen höheren Druck wahrscheinlich als das, was du auf dem Prüfstand rausfährst, weil du halt eine längere Zeit hast, den Druck aufzubauen. Deshalb macht man natürlich auch einen PID-Regler mit Korrekturen von 15% ungefähr. Viel mehr mache ich bei so aggressiven Ladern nicht. Da gehe ich sogar lieber eher Richtung 10 und versuche das dann wirklich vernünftig rauszufahren auf der Bahn, weil sonst kannst du einen sehr hohen Boost-Peak haben und die Regelgeschwindigkeit spielt viel eine Rolle. Wenn das dann doch mal so reinhaut, dann kann das passieren, dass dir in dem Moment schon, dass diese kurze Boost-Spitze dafür reicht, zu klopfen, viel zu viel Drehmoment aufzubauen und so weiter. Und das ist dann besser, wenn man dann wirklich mit einem PID arbeitet, was dann auch von den von seinen Bereichen, die er arbeiten kann, nicht zu hoch ausgeweitet ist. Und dann passt das. Ja, damit sind wir hiermit erstmal fertig. Wie immer mehrere Maps. Und die hier ist dann die größte Stufe, also für das Auto. Weil er kann dann noch fahren 380, 410, Serienleistung, das sind die vier. Ja, wunderbar. Ja, dann mache ich jetzt gleich am nächsten Auto weiter. Ja, so, wir sind beim nächsten Fahrzeug. Mal wieder ein RS MK2. Das Fahrzeug wurde vor kurzem von dem Kunden erworben, ist also, ich glaube, ein paar Monate erst her. Er hat den im guten Glauben gekauft, hat uns, sorry für das Geräusch im Hintergrund, oder hat mit mir ein paar Sachen durchgesprochen bezüglich Umbau der Abgase, also eine andere Auspuffanlage mit Zulassung und solche Sachen alle. Ja, und natürlich einen Vollcheck. Und er hatte das Problem, sein Fahrwerk verhielt sich komisch, also eigentlich eher das ganze Auto. Er war dann hier für eine Probefahrt und man hat richtig gemerkt, dass vom Fahren her, du merkst das, wenn du ein bisschen Feingefühl dafür hast, wenn das gar nicht passt von der Einstellung her. Das, genau das hat er. Da hat sich dann auch rausgestellt vorhin beim Einmessen, dass das alles überhaupt nicht passte. Viel zu viel Sturz und Vorspur passte nicht und ja, alles mögliche, Hinterachse verstellt. Weil das sind eigentlich die kleinsten Probleme. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hatte das Auto ja vorher noch nicht gesehen. Ja, wir fangen einfach mal an. Es ist ein Return-System verbaut und das fängt schon an mit dem Schlauch hier. Der ist nicht zugelassen dafür. Das ist einmal eine Hydraulikleitung. Denn hier so ein Verbinder, das ist nicht schön. Ich sag mal einfach nicht schön. Okay, das ist noch das kleinere Problem. Das geht hier lang. Und dann hier mit Kabelbindern einmal fest bis hier oben hoch. Das ist jetzt echt nicht geil. Das sollte man auf jeden Fall so nicht machen. Geht auch anders. Der 10 Ölkühler auch nicht so toll. Viel zu klein eigentlich. Ist mir ein bisschen undicht, aber das spielt keine Rolle. Viel schlimmer ist, dass der Öldurchsatz hier eigentlich nicht passt. Ne? Also der Innendurchmesser der Schläuche ist 30% kleiner als der Auslass von der Ölwanne. Und das ist jetzt nicht so toll. Wenn man relativ dickes Öl fährt, sollte man das wirklich vermeiden. So. Schlimmer war allerdings, wo das Auto gebracht hat, habe ich eine Sache gesehen, die gefiel mir überhaupt nicht. Und da kommen wir jetzt zu. Also fangen wir hier an. Der Wagen ist soweit hier frei gebaut, weil Jan bereits die Krümmerdichtung gemacht hat. Erstmal fängt das mit den Muttern hier hinten an, am Domlager. Das trägt nicht richtig. Und die ist auch nicht richtig fest. Das merkt man, wenn man daran rüttelt. Du siehst auch hier, das steht überhaupt nicht richtig über. Die packt gar nicht auf allen Gewindegängen. Okay. Da kann man was gegen machen, das ist auch eine Kleinigkeit. Das Schlimmste war eigentlich, dass hier ist der Kraftstofffilter. So, der wurde da eingebaut mit dem Return-System. Verbaut war der so hier, daran festgemacht. Also hier seht ihr, da war er fest, ich weiß nicht mehr genau wie. Auf jeden Fall hing er hier so mit der Schraube. Ich meine, so war das, dass das da hinterher ging. So, und hier oben fest, genau so war es. So, hier oben fest. Erstmal reibt das hier an den Wasserleiter. So, und das Schlimmste ist, guck mal hier, das hier kann ich fast mit dem Fingernagel eindrücken und die Benzinleitung hier ist natürlich auch angesteuert und das Ganze schön in den, erstmal Bremsflüssigkeitsverlust, da ist mit absolut nichts mit zu spaßen und wenn dann Folgendes passiert, dass ich hier die Kraftstoffleitung, wenn hier mal irgendwas undicht wird, alleine von der Hitze mal, weil da ist der Abgaskrümmer direkt unten drunter und die Leitung geht hier unmittelbar darüber her. Erstmal ist das Ganze ziemlich heiß. Benzin und Hitze ist jetzt nicht so cool, wissen wir alle. Und wenn da mal was undicht wird, dann hast du definitiv die fahrende Fackel. Und die Pumpe hört nicht auf. Das heißt, das brennt und brennt und brennt und dann war das mal ein schöner Focus RS. Ja, das bauen wir alles um.
Ein paar Sachen muss ich mit dem Kunden auch besprechen, weil das wusste er noch nicht. Das mit dem Benzinfilter weiß er. Darüber haben wir gesprochen, das mit der Bremse hat man noch nicht gesehen, weil das unterm Batteriekasten ist. Das siehst du nicht, wenn du so reinguckst. Ja, und dann werden noch so ein paar Sachen gemacht. Auf jeden Fall das mit dem Retail. Mit dem Retail-System. Ja, wir haben gerade AUs hier, sorry, tut mir leid. Mit dem Return-System, hier vorne ist auch der Druckregler fest. Da muss ich auch mit ihm sprechen, dass wir das ändern. Auf jeden Fall, das muss anders gemacht werden. So kann das gar nicht bleiben. Und wenn wir damit fertig sind, dann geht es an die eigentlichen Sachen. Mit der Auspuffanlage, da kommt eine schöne 3,5 Zoll drunter. Was haben wir noch alles? Ich versuche gerade eine Nemo-Brücke zu kriegen. Aktuell nicht verfügbar. Die antworten leider nicht mal. Wir haben die dicken Vortreffen da hinten bevorstehen. Die wollen ihr Zeug da verkaufen, habe ich so das Gefühl, und antworten uns nicht mehr. Wir kriegen jetzt nichts. Wir gehen alle leer aus. Ich habe vorhin schon mit dem Sascha telefoniert. Grüße gehen im Übrigen raus. Tja, wo nichts ist, kannst nichts kaufen, ne? Keine Ahnung. Mal abwarten, ob wir noch eine kriegen. Auf jeden Fall, dann werden noch die 650er Düsen eingebaut. Da ist einiges auf dem Auftrag. Seht ihr dann in den nächsten Videos auf jeden Fall. So, dann kommen wir zum Ende. Das Video ist schon wieder vorbei. Wir sind bei wie vielen Minuten, Luca? Was haben wir? Am Ende werden es also 15, ne? 15, ja, alles klar. Also, Kontingent ist wieder voll. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Mich würde es freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bitte dran denken, liken, Abo, Glocke an. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.